Wir, liebe Zuschauer, kommen zu einem Töpfermeister, der sich Maurer nennt, beziehungsweise den Künstlernamen Hannibal trägt, und eine neue Gattung deutscher Songs mit englischem Text, deutsche Machart, auf den Markt bringt, nämlich Abenteuerlieder. Sind Sie selbst ein Abenteurer? Ja, ich glaube, ich bin bestimmt ein großer Abenteurer gewesen. Ich habe eine sehr, sehr interessante Lebensgeschichte hinter mir. Und ich habe geglaubt, das muss man auch musisch mal irgendwie abfahren lassen. Ja. Und aus diesen Gründen habe ich mir nach vielen Jahren Volksmusik, die ich also sehr, sehr gerne mache, überlegt, ob man nicht mal von diesem bisschen Abenteuerlust, die ich im Leben, und hat ja wahrscheinlich jeder junge Mann, jeder junge Mensch, etwas transmittiert auf die Leute, die sowas vielleicht mögen. Mag ja sein, dass es die Leute mögen. Nicht immer dieses Liebe und Glück. Wo waren Sie denn überall? Erzählen Sie mir mal ein bisschen. Ja, ich habe ursprünglich Theatertechniker gelernt in Frankfurt an der Oper, bin anschließend nach Amerika ausgewandert. So wie der typische Deutsche, der mal Zigaretten holen will und dann aber nicht mehr wiederkommt. Das war so ein Schokoladenland, habe ich mir vorgestellt, dass das so ein Schokoladenland ist. Und ich bin nach Amerika, habe natürlich auch ein bisschen Pech gehabt am Anfang. Als Theatertechniker hat man nicht gleich einen Job wegen den Gewerkschaften bekommen und so weiter. Mhm. Und da bin ich an die Army gegangen und da habe ich den harten Schliff gekriegt eigentlich. Mhm. War dann in Kuba, in der Schweinebucht, in Guantanamo, war in Panama. Als Soldat, so richtig, von der Picke aufgelernt. Und so zackig sind auch die Lieder, oder? Nicht unbedingt. Eigentlich bin ich ja zum Pazifist dadurch geworden. Ah, und eigentlich, trotz dem Military Sound, drücken die Lieder ja eigentlich etwas von dem aus, was nur ein Insider kennt, nämlich wenn einer die Hosen voll hat. Dann weiß er erstmal, wie es ist. Vorher können die Leute viel marschieren und viel machen. Sie sind auch ein Segler, insofern sind Sie mir gleich sympathisch. Wir hören jetzt den ersten Titel von Ihnen, Let's Be Friends Again. Ja. Before it's too late, wake up and understand this world is insane. So it needs all our help. Let's be friends again. Na 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 na. This world is insane, so it needs all our help. Let's be friends again. Na 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 na. Let us
Hannibal, liebe Zuschauer, das sind die Hannibal-Kinderchen, ja? Richtig, das eine ist meine Tochter und das andere ist eine Schulkameradin von meiner Tochter. Sie haben gerade das Gymnasium dieses Jahr geschafft. Ich bin ja ganz, also ehrlich, eigentlich gehört euch besser als der Papa früher, hm? Der Papa war schon ein bisschen mehr Filou, aber nachdem ich so viele Jobs im Leben durchgemacht habe, von der Hobby-Archäologie, Raubgräberei bis zum Hochseesegeln, ich meine, ein bisschen Leben muss da sein und es muss auch genossen werden. Ja, das würde ich auch sagen. Ne? Die Schüler heute sind ganz anders, die kommen auf die tollsten Ideen. Beispielsweise einer liebe Zuschauer in der Pfingstweide, der hat jetzt eine Mülltonne bemalt. Die Pfingstweide gilt hier in Ludwigshafen ja so ein bisschen verächtlich als ein Baugebiet, in dem sich nicht so richtig leben lässt. Ich war vor ein paar Wochen